Die wahre Geschichte von Clash of Clans? Kurz erklärt. Hört zu. Wir schreiben den Sommer 1982. Rocky Barbarian hat gerade den großen Schweinereiter besiegt und drei Teenager, Helena, Simo und Q, haben sich zum Ziel gesetzt, das größte, das erfolgreichste Spiel aller Zeiten zu kreieren. Clash. Dieses Spiel sollte alles verändern. Menschen liebten es. Tausende, über Tausende von Spielautomaten und veränderte eine ganze Generation. Die Zeit verging. Wir schreiben das Jahr 1993. Helena hat sich abgewandt und lebt nun ihr erfolgreiches Luxusleben. Simo möchte die Gruppe wieder vereinen und schafft ein neues Spiel. Clash Dash. Angepasst an die 90er Jahre. Es wird zum erfolgreichsten Spiel aller Zeiten. Der Barbar ist also zurück und er trägt die Welt auf seinen Schultern. Doch desto näher wir dem neuen Jahrtausend rücken, desto mehr reifte die Erkenntnis, dass Clash sich ändern muss. Helena gab ein exklusives Interview und verunglimpfte ausgerechnet den Barbaren. Sie sagte, dieser dumme kleine Schnurrbart müsse ab. Dies alles geschah hinter Simos Rücken. Er wollte nichts mehr mit Helena und mit Clash zu tun haben. Es kam zu einem tiefen Bruch des Teams. Wir schreiben das Jahr 2002. Clash musste sich weiterentwickeln und das tat es. Es ging in eine komplett andere Richtung. Es gab ein Parfüm, es gab einen Film und es gab ein komplett neues Spiel. Clash, Cradle of Darkness. Ein Open-World-Spiel, das neue Maßstäbe setzen sollte. Aber das gelang ihm nicht, denn es wurde ein kompletter Reinfall und die einst so treue Fangemeinde war bis ins Mark erschüttert. Und aber nicht nur das, der Streit zwischen Simo und Helena kochte über. Es gab einen Brand im Clash-Hauptquartier. Simo, wohl der Brandstifter. Ist das Ende von Clash? Löst sich mit diesem Brand die ganze Geschichte auf? Wir gehen 10 Jahre in die Zukunft. Wir schreiben das Jahr 2012. Eine mysteriöse E-Mail wird an Clash-Fans auf der ganzen Welt verteilt. Eine neue Firma? Eine neue Organisation? Ein neues Kollektiv mit Namen Supercell betritt die Bildfläche. Wir sehen ein komplett neues Spiel. Ein Dorf, so wie Q es damals vorhergesagt hatte. Ein Dorf, das dir gehört. Ein Dorf, wo du selbst der Chef bist. Clash ist zurück. Diesmal für Mobile. Alle lieben es. Es erobert die Welt im Sturm. Es stellt sich nur die Frage, von wem war die E-Mail?